So, und los geht's. Essenzeit ist noch da. Route haben wir gemacht. 186 Liter von Metzow. Könnten auch eng werden. Wie gesagt, zur Not setzen wir uns mal zurück mit dem einen. Wir probieren jetzt mal so weit wie möglich ranzukommen. Zur Not können wir nochmal sämtliches Benzin vom Tiger. Ganz ehrlich, das machen wir jetzt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator, Folge 171. Wir sind immer noch dabei, hier die Aufgaben weiterzumachen. Wir machen erstmal wieder auf 6 Uhr, würde ich sagen. Wir wechseln mal den Truck und dann geht's los. Wir haben schon zwei Holzplanken abgeliefert, eine Brücke in Gang gesetzt. Ich bringe nicht mal ganz so viel. Wir müssen erstmal ganz kurz unsere Route machen. Wir müssen ja dann erstmal wieder die Aufgabe aktivieren. Dann müssen wir das Ding hier mitnehmen. Dann machen wir diese Brücken hier wieder fit. Und dann können wir diesen hier auch gleich schon da abgeben und auch die Metallbarren. Und dann brauchen wir nur noch die Betonblöcke, die wir halt leider hier auf dieser Map nicht mehr haben. Und auch nirgendwo finden. Das ist ein bisschen das Problem. Da müssen wir nochmal gucken. Ja? Egal. Weiterhin erstmal viel Spaß. Du kommst mit, ne? Reingebackt in den Anhänger. Ich sag mal erstmal nichts. Solange das nicht... Ah ja, okay. Jetzt hat das auch wieder... Solange das nicht zum Problem wird. So. Wunderbar. Heute sehe ich, wird ein besserer Tag. Gestern die Aufnahmesession war ja eigentlich komplett für den Arsch, weil wir eigentlich... so gut wie nichts geschafft haben. Es ist auch eine Menge schief gegangen. Der Royal ist mehrfach umgefallen. Wir mussten auch in dieser Aufnahmesession ihn wiedermals retten, weil wir die letzte Aufnahmesession so beendet haben, dass ich die Scheiße quasi in dieser Session wegmachen musste. Und haben wir aber gemacht. Wir können wieder mit beiden Trucks hier fahren. Hat sich gelohnt. Problem, wir haben schon wieder 80 Liter Sprit verbraucht. Ja, naja, müssen wir mal sehen dann, wie weit wir damit kommen. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz, ganz, ganz ruhig. Ja, Moment, der sagt mir, ich soll weiter geradeaus fahren. Dann fahren wir mal weiter geradeaus, würde ich sagen. Ich glaube, da kommen wir zu dem großen Kraftstofftank. Ja. Ja. Müssten wir dann halt... Was ist denn hier eigentlich? Ist hier auch noch eine Brücke? Ja, Versorgungsbrücke bauen. Haha. Was brauchen wir denn hierfür? Auch zwei Holzplanken. Da hinten ist die Brücke. Zum verlassenen Bohrplatz. Oh, okay, das ist auch nochmal wichtig. Ja, schade, dass wir nicht so viel aber mitnehmen konnten. Leider. Machen wir dann irgendwann nochmal. Haben wir jetzt leider nicht dabei. Wir brauchen die 4 Holzplanken für die Doppelbrücke da hinten. Sonst hätten wir das natürlich jetzt fertig machen können, aber will ich jetzt nicht. Also, können wir erstmal das machen, was ich gesagt habe. Das wollen wir machen und das machen wir jetzt auch. So. Jawohl, da kommen wir doch hier auf Tour, ne? Ah. Okay, hier ist die Aufgabe. Es ist immer eine Freude, neue Gesichter zu sehen. Ich habe eine Bitte an dich. Es gibt hier in der Nähe eine Brücke, die dringend repariert werden müsste. Ich werde dich dafür angemessen entlohnen. 1700 Belohnung immerhin und 170, 140 Erfahrung. Machen wir natürlich auch. Richtig. Genau. Wir lassen den erstmal stehen. So, den auch am besten. Ich glaube, das schaffen wir mit dem auch alleine.
Ich muss ja eigentlich nur geradeaus fahren hier. Das ist ja super. Dann können wir den an Dingern nämlich schon mal loswerden. Wir können dann den zweiten holen. Das ist ja tipptopp. Der verbraucht auch ein bisschen weniger tatsächlich. So, wir reparieren erst das eine, können dann über die Brücke und reparieren dann direkt das zweite. Das ist, ja, wir haben genug dabei. Yep, da sind sie doch. Tatsache, zwei Brücken über den Moor hier. Das sind halt echt zwei Brücken. Heftig. Also. Gut, besser ist das. Als darüber zu fahren über. Das. Ach, feg dich doch. Sicher kann ich das von dieser Richtung nicht abladen. Ah, leck mir am Arsch. Jetzt muss ich den ganzen Weg rumfahren schon wieder, ey. Nervig. Ist ja echt nervig. Und hier komme ich safe nicht rüber, Alter. Also. Nee. Ich sag's euch so, wie es ist. Hier kommen wir nicht rüber. Also, das, ist klar. Das macht es jetzt ein bisschen blöd. Ich kann auch hier auch nicht wenden, ne? Gut, dann von einer anderen Richtung. Danke, Spiel. Für nichts. Das ist halt als, anders triggernd halt. Das ist jetzt halt wirklich anders triggernd. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf gerade. Oh, nee, habe ich echt keinen Bock drauf jetzt. Ich glaube, wir wechseln jetzt die Karte mal. Ich will die Mission jetzt nicht, nicht beenden, ohne Scheiß, habe ich keinen Bock drauf. Ich will halt erstmal Level aufsteigen, dass ich halt mehr Trucks habe und so. Okay. Wir stellen die Motoren ab. Wir gehen nach Russland. Wieder zurück. Machen mal diese Vibro-Seismic-Dinger. Die geben ja abartig viel Geld, glaube ich. Wobei mittlerweile auch nicht mehr, ne? Wir müssen mal schauen. Unsere ganzen Fahrzeuge sind nicht mehr im Steinbruch, sondern dann Landunter und Zimnogorska. Landunter ist ja die Original-Map. Gehen wir erstmal rauf. Was haben wir hier zu stehen? Unseren P12? Okay. Was macht der denn hier? Also komisch. Egal. Wir, ja, gehen wir erstmal nach Zimnogorsk. Hier stehen ja genau unsere ganzen Fahrzeuge. Der Step. Der, den haben wir ja auch mittlerweile. Ja, das fand ich geil. Der hat Zoff. Super. Wo steht der? Da hinten? Wir müssen mal gucken, wo wir hier stehen geblieben waren. Wir haben ja alles stehen und liegen lassen, sind einfach weg. Ja, genau. Guck mal hier. Oh, schön. Ach, guck mal. Genau. Wir haben ja die beiden hier beendet. Richtig. Ja, wir haben ja die beiden Auflieger hier. Das heißt, wir können die ja jetzt nicht so einfach hier stehen lassen. Wir müssen zu dem nächsten Anhänger-Shop.
Und der ist, wie ich das richtig sehe, ausschließlich hier. Fuck. Okay. Gut. Hier ist noch unser Tatarin. Ah, hier ist sogar noch einer, theoretisch. Aber, doof. Also, das, ja. Na gut. Gucken mal. Aufgaben, nee. So. Hier ist auch schon, also, ist im Steinbruch. Nachschub für die Werkstatt. Wir brauchen halt... Hier gibt es die Materialien halt nicht. Wir brauchen was denn? 3 Fahrzeugersatzteile. Wo kriegen wir denn die Fahrzeugersatzteile her? Kriegen wir halt hier Fahrzeugersatzteile? Nee? Das heißt, wir kriegen nur von hier Fahrzeugersatzteile. Aber gab es hier nicht eine Werkstatt? Nee, Land unter war, glaube ich, das einzige. Doch, hier gibt es eine Werkstatt. Ach, guck mal. Ach jo, ja, das ist ja die erste Map, richtig. Hier steht unser P12. Das heißt, wir müssen aber hier hinfahren. Hier hinten hin wieder. Ein Kackweg, ich weiß das schon. Wobei, nee, der Weg war okay. Dann müssen wir zum Steinbruch. Okay, gut. Wenn wir mal. Wir schauen aber, was es sonst noch so gibt. Ansonsten gibt es hier nur noch 3 Sachen. Hier gibt es aber nochmal 580 Erfahrungen, 260. Komm, nochmal mehr. Boah, 1080. Woo! Wir müssen einen Ölbohrer liefern. Den Ölbohrer. Wo gibt es denn den Ölbohrer, sag mal? Hier ist der Ölbohrer, oder was? Können wir den Ölbohrer nicht auch woanders aufsammeln? Ölbohrer, Digga. Oh, hier ist noch ein Fahrzeug tatsächlich, oder? Ja, sieht aus wie ein Hammer H2, also auch keins, was ich neu kriegen würde wahrscheinlich. Aber hier waren wir noch gar nicht. Wir haben ja auf jeden Fall zu tun. Aber das ist eine schöne Aufgabe, das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Wir müssen aber, glaube ich, jetzt erstmal schauen, dass wir die zurückliefern. Und zwar machen wir mal hier kurz eine Route. Ihr weiß ja nicht, wo die hinführt. Deswegen machen wir schön hier den ganzen Weg. Durch das Wasser durch wird nochmal toll. Aber der Zoff macht eigentlich einen guten Job tatsächlich. So, so, so. So. Ah! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die russischen Trucks wirklich vermisst. Also, mir gefallen die. Echt gut, man kann sie echt gut fahren. Man kann die natürlich auch benutzen in den USA, so ist es nicht. Ne? Haben wir bisher nie gemacht. Aber ich würde es vielleicht sogar mal machen. Ich finde die irgendwie besser. Weil die krassesten Trucks hier, so wie der Zoff hier, die können auch so eine normalen Dinger nehmen. Der Pacific P16 zum Beispiel, mega krasser Truck, würde ich alles mitmachen. Hat aber nur die hohe Sattelkupplung und damit kannst du halt so einen Anhänger nicht nehmen. Und dann kannst du halt auch sowas nicht so gut machen. Der hat aber nicht so viel Benzin mehr übrig. Mit dem könnte es halt eng werden. Nehmen den auch wieder in Gepäck. Der Zoff hat mehr zu tun, tatsächlich dann. So, ganz kurz. So, und los geht's. Zwischenzeit ist noch da. Route haben wir gemacht. 186 Liter von Zoff. Könnten auch eng werden. Wie gesagt, zur Not setzen wir uns mal zurück mit dem einen. Wir probieren erstmal so weit wie möglich ranzukommen. Zur Not können wir nochmal sämtliches Benzin vom Tiger. Ganz ehrlich, das machen wir jetzt.
Wir ziehen den hier einfach hinter uns her, soweit es geht. Ohne Kraftstoff. Dann wird nämlich der Kraftstoff nicht doppelt verbraucht. So, das Ziel ist der Azov. Tanken wir so gut. Es geht voll. So. Er hat jetzt fast vollen Tank. Okay, dann mal los. Ah, sieht auch nicht so vorzüglich aus hier der Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Mitlenken tut der Tiger dann aber wenigstens auch. Okay, machen wir uns mal wieder hier raus. Okay, das ist nicht so schön. Irgendwo scheint der Tiger festzuhängen. Wir hängen auch fest, leider. Also. Ja, Mist. Also, das. Auf jeden Fall ist nicht so eine schöne Idee. Nee, also der Tiger hängt definitiv irgendwo fest. Wieder komplett unlogisch, Alter. Wieder komplett unlogisch. Meine Güte. Nein. Ja, sicherlich, ja. Das willst du mir halt nicht erzählen, dass man da hinten an die Bäume jetzt gerade nicht rankommt, ne? So, das Ziel ist der Tiger. Der kriegt erstmal 82 Liter. Jetzt schafft er es hier vielleicht mal alleine durch. Wir fahren den jetzt mal safe, probieren dann mit dem Tiger bis hier hinzukommen ungefähr und dann werden wir uns mal rausziehen. Also Wasser ist auch der hier leider nicht. Ne?
Nee, Moment, der Step war doch dieser scheiß Truck. Ha. Genau. Jawohl. Ja, please, halt, der bleibt halt einfach hier stecken. So, ich sag gerade, die Folge nimmt ein Ende entgegen, mal wieder langsam. Wir probieren ihn noch hier kurz rauszuscheffeln. Rex ist ja bisher ganz okay. Na, hier bist du natürlich jetzt nochmal gleich. Na, schaffst du auch gut, so. Auch er schafft's alleine hier raus. Cool, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir pumpen jetzt schnell den Tank wieder zurück, weil den brauchen wir. Den können wir hier nicht einfach doppelt jetzt gleich verbrauchen. Ziel ist der Dorf. So. Damit, Freunde, würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge. In der nächsten Folge probieren wir dann die Werkstatt auch schon zu erreichen, damit wir endlich mit der Mission weitermachen können. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.